Du, war im Urlaub auf Ballermann, auf Malle, da lallten die alle nur von lullischer Kunst, verstehst du das? Na logisch, Ramon Lull, Arzt, Theologe, Astrologe, Troubadour, Erzieher von Prinzen, schrieb über 300 Werke in Arabisch, Latein und Katalan. Katalan, klar, spricht man in Katalonien, also Barcelona, Umgebung, so wie Mallorca, abgesehen von Ballermann, wo man Deutsch. Leid, sprich's nur aus. Aber was ist nun lullische Kunst? Wenn alle mit Strohhalmen aus Eimer die Sangria wegsaufen und sich alles dreht. Das mit den Drehen ist schon mal ganz richtig. Lullus schuf damals, vor gut 700 Jahren, ein System von Scheiben. So konnte man von einem Thema zum anderen springen. So wie beim Surfen, nachts um 2:30 im Internet. Wenn man bei Sangria losgoogelt, auf Adalas kommt, bei Mittelalter landet und von dort auf Websites mit Ü30 Partys kommt. Genau. Du musst dir vorstellen, dass dieser Lullus ein Universalgelehrter war. Ihn störte das ganze Schubkastendenken. Allein schon die Theologen untereinander, dann die Wissenschaftler. Jeder gegen jeden. Keiner weiß vom anderen. Universalgelehrter, so ein Allesdenker in etwa. Ars Magna, die große Kunst. Finde etwas, das darüber steht, über allen Denkrichtungen, was alles verbindet und vernetzt. Internet, sag dich doch! Raimundus Lullus nahm Papierscheiben, schrieb Begriffe drauf in ganz spezieller Anordnung und verschob sie gegeneinander zu immer wieder neuen Kombinationen. Und konnte er die App verkaufen oder zumindest als Freeware unter die Leute bringen? Ja, wie denn ohne Internet? Scheibenkunst nannte man das vor 700 Jahren. Etliche Gelehrte waren begeistert. Gibt's heutzutage bestimmt schon als App fürs iPhone. Also, mein Opa, der hatte damals in der Volksschule so einen dicken Bleistift aus Pappe, wo sich darin ein zweiter dreht. Durch einen Schlitz sah man den Zahlen. So lernte er das einmal eins. Naja, also ähnlich war das bei Lullus, nur eben mit Begriffen, Buchstaben und Kürzeln. Eine Art Überlogik, mit der sich dann sozusagen alles verbinden lässt. Lullische Kunst, große Kunst, Ars. Ars Magna, höchste Wissenschaft, noch über Metaphysik und Logik, inspirierte ein halbes Jahrtausend später zur Entwicklung der ersten Rechenmaschine. Also, ein totaler Logiker, dieser Lulus. Nichts von wegen Ballermann, Sangria und tollen Tja, Träumen. nun, er wollte auch die Religion zusammenbringen. Das ist doch was Gutes eigentlich. In Westeuropas Universitäten etablierte er den Orientalismus. Und im Orient, warte mal, da bekehrte er dann die Moslems zu Christentum mit Hilfe seiner Pappscheiben? Zugegeben, das ging ganz schön daneben. Ja. Kann ich mir vorstellen. Glaube ist halt. Glaubenssache. Das glaubst du auch, ja? Ja, logisch. Versuch doch mal, Gott logisch zu beweisen. Geht nicht, klar. Aber so eine Apps für iPhone, wenn die das könnte, das wäre der absolute Renner. Versuch's doch am besten noch mit Sangria-Kompatibilität. Hä? Also, Male Lale Kulus, klar.